Servus Schanzer, heute sind wir hier im Fanshop des FC Ingolstadt, direkt im Audi Sportpark. Und ich möchte euch jetzt einen Innenverteidiger des FC Ingolstadt ein bisschen ausführlicher vorstellen. Er ist 23 Jahre alt, spielt seine zweite Saison bei den Schanzern. David Piso ist bei mir. Servus David. Hi. David, Fanshop, gibt es denn auch als Fußballer Fanartikel, die man da zu Hause rumliegen hat? Ja, natürlich. Also ich habe einige Dinge zu Hause rumliegen. Ich habe sehr viel Schlüsselanhänger, natürlich sehr viel Trikots, die man natürlich auch mitbekommt nach den Spielen auch. Ein paar T-Shirts und natürlich, wenn die Verwandten oder die Familie etwas möchte, dann besorgt man natürlich gerne was für die Familie. Jetzt ist deine Spielweise auf dem Rasen ja ziemlich souverän, ziemlich kontrolliert, ja fast schon cool von hinten raus. Bist du denn im wirklichen Leben auch so der coole Typ? Ja, ich habe von beiden Seiten etwas. Ich denke, eine gute Mischung. Also ich weiß, wenn es mal ruhiger anzugehen ist und ich weiß auch, wenn es mal, ja, wenn man mal auf den Tisch schauen muss. Das gehört natürlich auch dazu im Spiel, im Training. Wenn es mal nicht so läuft, muss man natürlich auch mal dazwischenhauen. Und ich denke, da habe ich eine gute Mischung und das passt. Jetzt hat man ja als Fußballprofi auch mal die eine oder andere Stunde Zeit für sich selber. Viel Freizeit relativ. Was machst du gerne in deiner Freizeit? Ja, ich gehe gerne mit Freunden ins Kino, spiele gerne Tennis, auch wenn es die Zeit erlaubt, gehe gerne schwimmen, unternehme sehr viel mit meiner Freundin und ja, das, was die anderen auch so machen. Ich habe gehört, jeder Spieler schwärmt von dem tollen Rasen im Audi Sportpark. Ist er wirklich so gut? Der Rasen ist sehr gut, ja. Dann lass uns doch mal rausgehen und den auch in Augenschein nehmen. Okay. Mensch, David, der Rasen ist ja ein Traum. Das habe ich dir doch gesagt. Du bist ja zweimal schon deutscher Meister gewesen in der A- und B-Jugend beim VfB Stuttgart. Sind es vielleicht gerade diese Erfolge in jungen Jahren, die mit dazu beitragen, dass du jetzt so eine unglaubliche Ruhe schon hast mit deinen 23 Jahren? Es sind natürlich schöne Erlebnisse, in der Jugend deutscher Meister zu werden. Das ist das Höchste, was man in der Jugend erreichen kann. Es ist sehr schön. Ich hatte in Stuttgart eine gute Ausbildung genossen. Ich denke aber, dass man jetzt, sich davon nichts mehr kaufen kann. Das ist jetzt ein ganz anderes Geschäft, es ist zweite Bundesliga, da geht es ganz anders zur Sache. Und ja, ich werde jetzt alles geben und versuchen, eine gute Saison zu spielen. Damals übrigens mit dir in der Mannschaft ja Spieler wie Serdar Tasci oder Sami Khedira. Wenn es jetzt in der zweiten Bundesliga so Richtung Spiel geht, hast du dann ein Ritual, wie du dich ganz speziell vorbereitest drauf? Ich habe jetzt kein spezielles Ritual. Ich versuche mich zu konzentrieren, versuche nochmal in mich zu gehen, die einzelnen Spielsituationen mir durch den Kopf gehen zu lassen und ja, mich nochmal zu motivieren und dann gut gerüstet ins Spiel zu gehen. Dankeschön, David Piso. Alles Gute für dich, danke, für den FC Ingolstadt und damit wieder zurück zu dir, Italo.